Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur Folge 5. Ja, 5 müsste das sein. Hier auf der Lauchringen. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal, wir wollen flügen. Da ist das kleine Schmuckestück dran. Dauert zwar ein bisschen länger, also wird das ein paar Folgen mal dauern, bis wir mal fertig sind mit Flügen. Aber von nichts kommt nichts, wisst ihr ja. Ja, und den Frontpacker, den ich vorne drin habe, der gehört ja an die Seemaschine. Das fiel mir dann nach der Folge ein. Warte, halt mal. Der Frontpacker gehört doch an die Seemaschine, nicht an den Flug. Habe ich denn jetzt eben schnell nochmal umgeändert? Also, ich bin nicht ganz vom, ja, vom Winde verweht, sage ich jetzt mal. So, ich würde sagen, Abfahrt zum Feld 8. Habe ich mir ausgewählt. Wo fangen wir denn hier am besten an? Am besten. Gucken. Boah, machen wir hier unten. Hoppala. Wir werden mal gucken, dass wir hier auch ein schönes Vorgewinde reinhauen. Oh, hier sind Streifen Reps. Auch nicht schlecht. Naja, passiert. Ja, ein bisschen im Hintergrund ist noch was zu hören. Da kann ich leider nichts dran ändern. Ihr wisst ja, real life. So. Dann stellen wir uns mal den GPS ein. Machen die Hilfe aus. So. Offset ist drinnen. Neuer Kurs. Machen wir mal ein bisschen. Oh, setzen wir mal ein bisschen weiter rüber hier. Das gefällt mir noch nicht. Automatisches um. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an hier. Ziehen wir mal hier schön ein paar Furchen lang. Da auch alles gut wird, ne? So. Flug hoch. Wird natürlich jetzt hier ein bisschen anstrengend. Mit so einem kleinen Flug, aber wir haben ja noch nicht genug, dass wir uns einen größeren leisten können. Mal gucken, wenn das Geld mal reicht, dann holen wir uns auch einen größeren. Ja, zur Bearbeitung der Felder hatte ich mir so überlegt, wir werden jetzt erstmal die Ecke, halt erstmal das HUD aus, 14, 15, 12 und 16 erstmal lassen, bis wir die richtigen Maschinen haben. Das heißt, wir werden jetzt hier so 8, 31, 2, 4 und 3 erstmal bearbeiten, bis wir wirklich den Fuhrpark haben, dass wir uns das auch alles leisten können. So, jetzt denke ich mal, habe ich das genau. Hatte ich eben gar kein GPS mehr an. Also das ist jetzt erstmal mein Plan. Vielleicht holen wir auch schon in der nächsten Folge vielleicht auch schon einen größeren Flug, beziehungsweise einen zweiten, und dann lassen wir den Harald. Ne, da. Doch, der Harald. Der Harald ist ja bei uns unser Topmann. Der kann dann hier noch ein bisschen mitmachen. Der kann dann auch ein bisschen flügen. Und wir kümmern uns dann auch in der Zeit ums Flügen, dass wir sozusagen mit zwei Maschinen. Vielleicht rufe ich auch noch mal beim Lohnunternehmer an. Vielleicht hat der ja auch noch eine gute Lösung. Aber das weiß ich noch nicht. Also ich bin da noch ein bisschen mit der Kostenkalkulation mit mir am Ringen. Wie, wann, wo, weshalb. Ihr wisst ja auch. Kein Geld ohne Moos, nichts los, ne? Das ist ja so. So, jetzt kann ich aber immer noch mal hier reingucken. Das wollte ich nämlich vorher noch mal vorsichtshalber gucken. Ist Flügen überhaupt an? Müsste doch an sein. Was ist das denn? Ach ja, wir haben ja auch noch einen Kredit, den wir. Flügen notwendig, ja, müsste ich auch mal anmachen wieder. Meine ich doch, ich wollte auch wieder mit Flügen spielen. Das spiele ich nämlich gerne. So. Also ich bin ehrlich gesagt, ich finde das cool, dass sie das jetzt endlich eingefügt haben, dass man flügen muss. Ist zwar eine nervige Arbeit, aber naja, das ist halt so. Da kann man leider nichts bei machen. Gehört zur Landwirtschaft mit dazu. So. Jetzt will ich mal noch mal kurz was gucken. Welcher Schlepper hat denn hier am meisten PS? Der hat 145, 185,
193. Also wir werden mal hier den Waltra mit dem Harald, wir machen das einfacher, wir machen uns mal ein bisschen Unterstützung holen wir uns. So, nehmen wir hier mal den Sam. Und dann werden wir doch nochmal schon einen großen Flug auch holen, dass wir einfach auch vorankommen. Ihr wollt ja jetzt nicht 6, 7 Folgen nur Flügen sehen. Also ich glaube, mit dem kleinen Flug, das wird einfach nichts. Fahren wir mal zum Hermann, zum Shop. Hermann war sein Name, oder? Da wechselt das Personal so oft da beim Shop. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das geht gar nicht. Jedes Mal ein anderer da. Mann, 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 Mann. Zack. Da ist alles frei. Achso, den KI-Verkehr haben wir ja, glaube ich, wieder ausgemacht. So, parken wir mal ein. Mal kicken, was hier abgeht. Na, Parkplätze habt ihr aber auch nicht für Träger gemacht. Moinsen. Ein Flug und ein Gewicht, bitte. Nehmen wir hier den Amazon. Ja, nehmen wir den Amazon. Kaufen, kaufen, kaufen. Immer kaufen. Und ein Gewicht. Ja, ich bin so ein Freund, der fährt gerne mit dem Gewicht vorne dran. Ich finde es auch einfach realistischer ein bisschen, weil die meisten Träger fahren auch mit Gewicht. Ich glaube, das hier müsste reichen, das Tausender. Zack, beides geholt. Flug und Gewicht. Ja, meine Seitenkonsole hoffe ich auch bald, dass sie kommt. Am 10. soll sie kommen. Und da habe ich mir so überlegt, da machen wir mal eine Folge draus, beziehungsweise vielleicht auch einen Livestream drauf, wie ich die Seitenkonsole einstelle. Wie ich das für mich gut habe. Oh, Pferdchen. Wie ich das gut finde, wie die Tastenbelegungen sind, was für mich auf Sidepanel drauf gehört und was nicht. Ach, hier kann ich ja noch gar nicht fliegen. Hier müssen wir noch Ballen pressen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, viel Arbeit hier. Dann fahren wir zu Feld 4. Dann pflügen wir Feld 4. Der Harald macht ja das, die 8. Ja, und wir Feld 4. Ja, das passt dann. Gut. Oh, hier geht's rein. Junge, du hast auch heute wieder am Fahrstil. Wieso der letzte Henker? Mann, 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 Mann. So. Hier schon wieder so ein blöder Baum, der hier mitten in die Straße war. Kann auch nicht angehen. Also mit der Gemeinde Lauchring muss ich ja noch mal meckern. Also Lichtraumprofil gleich 0. So, da hinten ist die große Kante. Da ist eine Gerade. Fahren wir mal hier an. Einmal das Gerät wechseln. Neuen Kurs. Automatisch. 360 müsste passen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ne, 3 Meter haben wir. Wieso macht den dann auf 360? Um auf 3 Meter. Flughorne. GPS an. Das Ding aus und gib ihn. So. Ich glaube, das sollte mal ein bisschen Masse schaffen. Ha, ha, ha. Schafft ja doch mehr. Okay, doch 360. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. So.
Wenn er das jetzt kann, dann kann er das. Wenn nicht, dann nicht. Haben wir Pech gehabt. Gucken wir einfach mal. So. Ja, denn nach der Feldbearbeitung, wenn die Felder dann anfangen langsam zu wachsen, müssen wir gucken, dass wir auch was für die Tiere schon mal vorbereiten können. Das heißt, wir müssen das Stroh fertig machen. Wir müssen. Da wollte ich nicht gegenfahren. Wir müssen Stroh fertig machen. Wir müssen. Ups, was vergessen? Wir müssen Gras fertig machen. Wir müssen Silage. Silage. Ja, Silage müssen wir auch machen. Aber wir müssen auch. Das Heu fertig machen und ja, es wartet noch sehr viel Arbeit hier auf uns, dass wir hier auch ordentlich was zusammenkriegen. Deshalb auch die Let's Play-Reihe. Also ich versuche so viel wie möglich euch mitzunehmen, wo ich kann. Wenn ihr aber meint, hier Gnomi, lasst das, wir wollen keine 3, 4 Folgen nur Flügen sehen, dann sagt das einfach. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Wisst ihr ja. Ich beantworte alles. Lobende Worte. Däumel ich immer ab, dass ihr auch seht, dass ich die gesehen habe. Also von daher, ihr wisst, dass ich euch gerne zurückschreibe. So, der da oben ist blockiert. Das heißt, wir gucken mal, was da das Problem ist. Dass der Harald natürlich auch was schafft. Mal gucken. Was hast du denn? Lieber Harald. Oh, ein Baum. Ein böser, böser Baum war da im Weg. Dann lässt du ein bisschen was vom Vorgewende doch stehen. Mann, das hab ich dir doch gesagt. Dass der Mann auch nie auf mich hören muss, ne? So. Jetzt wieder alles gut? Ja, jetzt ist wieder alles gut, ne? Können wir wieder in unseren rein. Und weiter geht's. Und kann ja doch mit 360 flügen. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht mit dem GPS. Naja, Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen werden sie geschehen. Ja, was ihr denn auch noch mal in die Kommentare schreiben könnt, ist, ob euch das alles so gefällt, wie ich das jetzt hier mache. Ob das wirklich so jeden Tag eine Folge oder wollt ihr doch lieber alle 2 Tage eine Folge? Könnt ihr mir ja einfach mal beantworten. Das würde mich einfach auch mal interessieren, wie ihr dazu so steht. Und ob euch die Zeit, ob ihr die Zeit auch gut findet, wenn sie online kommen. Das sind noch mal so Sachen, die ich habe jetzt einfach eine Zeit ausgewählt und dachte mir so, ja, um 9 habe ich ja Frühstück. Also ich bin jetzt von mir ausgegangen und da habe ich einfach mir gedacht, ja, um 9 eine Folge sehen, hat ja was. Passt zur Frühstückspause ungefähr immer die Längen. Viertelstunde Frühstückspause auf dem Bau. Ja, ich weiß, in anderen Gewerben ein bisschen länger, aber gut. Schreibt das mal in die Kommentare, dann freue ich mich über jeden Daumen, den ihr abgebt. Ja, über jede Kritik wisst ihr ja, ich stehe Rede und Antwort und nochmal danke, was ich gesehen hatte. Das war schon am am Dienstag habe ich das gesehen. Für 900 Abos, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Euer Gnomi.